Ein sehr großer Teil von Drogendealern und Drogenkäufern werden überführt, weil man an ihr Handy bzw. ihren WhatsApp-Chat kommt. Unabhängig davon, ob die Polizei dir irgendwelche Vergehen nachweisen könnte, ist es, denke ich, gut zu wissen, wie die Polizei nicht in dein Handy kommt, denn die Dickpics von dir oder deiner Freundin gehen die Polizei wirklich gar nichts an, sondern nur deinem Stalker, der dein Handy hacken kann. Ein Großteil der Tipps, die ich euch jetzt gebe, um euer Handy und eure Daten zu schützen, sind erstaunlich leicht umzusetzen, trotzdem wenden sie die meisten nicht an. Manche würden jetzt sagen, dass man am besten gar nicht über Handy kommunizieren soll, weil so eine digitale Kommunikation immer unsicher sei. Aber in Wirklichkeit kann man relativ leicht einige Dinge machen, die es etwaigen Angreifern viel schwerer und teilweise unmöglich macht. Das ist nicht... Diese Lichteinstellung finde ich nicht gut. Wie kommt die Polizei oder dein psychotischer Stalker überhaupt in dein Handy? Die offensichtlichste Methode ist, dass sie das Handy einfach mit deinem Finger oder deinem Gesicht entsperren, wenn du diese Entsperrungen aktiviert hast. Verzichtet daher auf Fingerabdruck oder Face-ID-Entsperrungen. Die sicherste Art, dein Handy zu sperren, ist mit PIN beim Hochfahren und Muster oder PIN beim normalen Entsperren. Falls du doch mal ein Handy in der Hand haben solltest, das mit Fingerabdruck oder Face ID entsperrbar ist, dann schalte es aus, sobald du Kontakt mit der Polizei hast, weil man es ja beim Hochfahren in der Regel nur mit PIN entsperren kann. Auch wenn du Face ID und Fingerabdruck nicht aktiviert hast, ist es eventuell empfehlenswert, dein Handy auszumachen, falls du eins hast, wo die Sicherheit nicht so gut ist. Wenn du das beachtest, kommt die Polizei eigentlich nicht in dein Handy rein, außer du heißt irgendwie Julian Assange. Je krimineller du in deren Augen bist, desto mehr Aufwand stecken die in die Entsperrung deines Handys. Es gibt Geräte wie die Celebrite Kits. Das sind so Geräte, mit denen man Handys knacken kann, welche nur von Polizei und Co. verwendet werden dürfen. Diese Kits durchschauen die Handys nach Sicherheitslücken, aber die meisten modernen Handys wie die neuesten Samsungs und iPhones sind eigentlich so sicher und so gut verschlüsselt, dass man da allein mit so einem Gerät nicht an das Handy kommen kann, beziehungsweise an die Daten des Handys. Wenn du jetzt ein international gesuchter Schwerkrimineller bist, gibt es noch Methoden, die sie ab hier noch anwenden können, um trotzdem in dein Handy zu kommen. Sie könnten ab hier versuchen, das Handy zu brute-forcen, also sämtliche Pins durchzuprobieren. Allerdings haben ja Handys eine Sperre, dass man den PIN nicht mehr als dreimal falsch eingeben kann. Diese Sperrung könnte man versuchen, durch Voltage-Glitching zu umgehen. Hierbei jagt man für ein paar Nanosekunden eine elektrische Spannung ab 1 Volt in das Gerät, sodass dann gewisse Funktionen der Firmware, wie beispielsweise das Loggen, der falsch eingegebenen PIN außer Kraft gesetzt werden. Das ist allerdings eine sehr aufwendige Methode und das werden die bei dir vermutlich nicht machen, außer du heißt Julian Assange. Was? Du heißt so? Hey, cool, dass du meine Videos schaust. Ach so, du bist nicht der Julian Assange. Du hast nur den gleichen Namen, ach so. Das muss bestimmt voll witzig sein bei Reservierungen in Restaurants, oder? Ja, habe ich mir gedacht, ja. Was ist mit dem berüchtigten Staatstrojaner? Laut Netzpolitik.org wurde dieser im Jahr 2019 insgesamt nur 12 Mal eingesetzt. Also, wenn sich das 2021, wozu es noch keine öffentlichen Zahlen gibt, nicht komplett verändert hat, ist die Chance gegen null, dass du den Staatstrojaner auf deinem Handy hast. Es kommt hinzu, dass die Polizei, auch wenn sie den Staatstrojaner einsetzt, rechtlich gesehen nicht alles mit deinem Handy machen darf. Achte aber trotzdem immer darauf, auf welche Links du klickst, weil irgendwie muss das Ding ja auch auf dein Handy. Und falls sie es über irgendwelche auf den ersten Blick vertrauenswürdig erscheinende Links versuchen, wirst du hoffentlich nicht drauf reinfallen. Und nicht nur die Polizei hat ein Interesse, in dein Handy zu kommen. Mich hat man in letzter Zeit versucht zu hacken, indem man mir eine SMS geschickt hat mit einem Link, der angeblich zu einem Tracking eines von mir bestellten Pakets führt. Aber das war natürlich ein schlimmer Link. Solche Menschen können auch versuchen, Spyware auf deinem Handy zu installieren, wenn du es auf einer Party mal eine Minute aus den Augen lässt. Ein Nachteil von Handys mit SD-Karte kann sein, dass, wenn diese ausgebaut wird, irgendwelche kritischen Fotos oder ähnliches sehr wohl in die Hände der Polizei fallen könnten. In den Betriebssystemeinstellungen kann man bei Sicherheit häufig SD-Kartenverschlüsselung aktivieren. In der Regel wird sie dann mit einem Key verschlüsselt, der aus PIN oder Swipe-Code und einer fest verbauten Hardware-ID abgeleitet wird, sodass die SD-Karte dann von anderen Geräten nicht lesbar wäre.
Jetzt weißt du im Grunde, was du machen musst, um auszuschließen, dass jemand mit direktem physikalischen Zugang in dein Handy kommt. Einige von euch werden jetzt aber sagen, dass sie das alles beachtet haben und dass die Polizei trotzdem irgendwie Zugriff auf Chats bekommen hat. Als erstes blende ich hier mal eine kleine Grafik ein, die die unterschiedlichen Sicherheitsfeatures der unterschiedlichen Messenger aufzeigt. Wenn du die Apps allerdings entsprechend nutzt, kannst du die Kommunikation auf allen drei relativ sicher gestalten. Die drei großen Messenger, Telegram, Signal und WhatsApp, verschlüsseln alle ihre Nachrichten so, dass die Polizei eigentlich nirgends die Nachricht abfangen kann. Wie kommen sie dann trotzdem ran? Leider sind die Messenger-Accounts hauptsächlich an die Handynummer gekoppelt. Das heißt, die Cops können vom Provider beispielsweise eine zweite SIM-Karte anfordern oder sie verlangen vom Provider den PIN oder PUC der SIM-Karte, wenn sie die SIM-Karte beschlagnahmt haben. Und können dann damit die zur Nummer gehörenden Daten der Messenger einfach bei sich laden. Sie tun quasi so, als wären sie du, der einfach nur den Messenger auf einem weiteren Gerät installiert. Es gibt allerdings einen sehr einfachen Weg, wie man das bei allen Messenger-Apps verhindern kann. Bei Signal musst du einfach die Registrierungssperre aktivieren, was bedeutet, dass man zusätzlich noch einen PIN braucht, um deine Chats zu laden. Bei Telegram und WhatsApp gibt es die Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit dessen Aktivierung die Cops und Hacker nur noch sehr schwer in deine Nachrichten kommen. Für dich bedeutet das allerdings auch, dass dir alle Daten verloren gehen, wenn du bei einem Handywechsel diese zusätzlichen Codes nicht eingeben kannst. Telegram hat da noch eine Alternative, und zwar die geheimen Chats. Diese Chats werden auch nie in Backups bzw. in eine neue Account-Aktivierung geladen. Dabei ist zu beachten, dass bei Telegram nur die Secret Chats Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, alle normalen Nachrichten und Gruppennachrichten liegen im Klartext auf Telegram-Servern. Was auch der größte Nachteil an Telegram ist, zusammen mit einer eher fragwürdigen, nur von ihnen verwendete Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Signal und WhatsApp verwenden dagegen den momentan bekanntesten und als sichersten angesehenen Algorithmus, Signal Protocol. Was ist mit gelöschten Nachrichten? Kann die Polizei auf diese zugreifen? Also wenn die Polizei erst in deinen Messenger-Account kommt, nachdem die Nachrichten gelöscht worden sind, dann sollten die diese nicht reaktivieren können. Wenn sie beispielsweise schon in deinem Account unbemerkt drin sind und die dich schon für längere Zeit observieren, dann werden die natürlich die gelöschten Nachrichten alle speichern. Kannst ja bei WhatsApp einfach mal die verknüpften Geräte anschauen und die Geräte rauswerfen, die dir nicht bekannt vorkommen, oder schau bei Telegram mal in den aktuellen Sitzungen nach. Theoretisch könnte die Polizei noch deine Telefongespräche abhören. Der einfachste und am häufigsten genutzte Weg ist über den Provider. Also die fragen da einfach beim Provider an und dann werden alle Telefongespräche für die Polizei aufgezeichnet, sodass sie das dann entspannt jederzeit durchhören können. Ja, so wie bei den Messengers ist auch in Sachen Anrufen dein Provider der Schlüssel der Polizei in deine Privatsphäre. O2 sollte sich daher umbenennen in O31, obwohl die wahrscheinlich nicht wirklich eine Wahl haben, weil sowas immer mit einer Anordnung von einem Richter verbunden ist. Die Polizei könnte auch über Fake-Sendemäste mit gewissen Geräten wie einem IMSI-Catcher deine Gespräche abfangen, aber das machen die eigentlich nie, weil es über den Provider viel einfacher geht und eine Observierung mit Personen oder Hardware vor Ort viel teurer ist. Also nur Anrufe über WhatsApp, Telegram und Signal, denn da sind die Gespräche verschlüsselt und können nicht von der Polizei auf dem Transportweg abgehört werden. Und ein Vorteil ist auch, Anrufe werden nicht auf den Handys gespeichert und landen somit auch nicht im Backup. Also falls ihr keinen Bock habt, Zwei-Faktor bei WhatsApp und Co. zu aktivieren, ist das eigentlich die sicherste Kommunikation. SMS sind verschlüsselt wie eine Postkarte, also schreibt keine SMS. Außerdem können diese ebenfalls von dem Provider an die Polizei ausgehändigt werden. Codewörter wie Brokkoli schützen euch by the way auch nicht. Kein Gericht auf der Welt kauft dir ab, dass du wirklich regelmäßig zu deinem Kollegen fährst, um dir 20 Gramm Brokkoli für 200 Euro zu kaufen. Herr Richter, warum glauben Sie mir nicht? Es gibt auch eine Brokkolisorte, die als White Widow bekannt ist.
Die Polizei hat außerdem die Möglichkeit, dir eine sogenannte stille SMS zu schicken, um sofort deinen Standort zu erfahren. Im Allgemeinen ist es ratsam, keine App installiert zu haben, die du nicht unbedingt brauchst, denn vielleicht gibt es in diesen Apps Sicherheitslücken, die es der Polizei leichter machen. Kommen wir noch zum Thema PC. Kann die Polizei da ohne Probleme rein? Spätestens wenn sie physisch vor Ort Zugriff auf deinen Rechner haben, können sie sich leider alle Daten schnappen. Auf Windows-PCs ist nicht alles standardmäßig verschlüsselt wie auf den aktuellen Handys. Auf einem PC wird auch sehr viel in den Metadaten gespeichert, sodass man auch nicht genau sagen kann, wie sehr die Polizei deine Aktivitäten auf deinem PC rekonstruieren kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Festplatten deines PCs zu verschlüsseln. Ich habe das mal als Test gemacht und muss sagen, dass mir das zu aufwendig ist. Da musst du wirklich bei jedem Hochfahren alle Festplatten mit einem Passwort entschlüsseln. Und wenn du das Passwort vergisst, sind die Daten weg. Also wenn es um private Konversationen geht, wo du ausschließen willst, dass die Polizei das irgendwann lesen kann, mach das lieber auf deinem Handy. Was ist mit Tor-Browser-Geschichten? Was ja auf einem Handy eher unpraktisch wäre. Wie gesagt, ist es nicht genau abschätzbar, wie sehr die Polizei hier in den Metadaten dir irgendwas nachweisen kann. Allerdings ist hier auch wieder die Frage, ob du ein Fisch bist, der groß genug ist, damit sie da jetzt versuchen, dir sowas über die Metadaten nachzuweisen. Falls du wirklich ein Fisch bist, der groß genug ist, hast du wahrscheinlich deine Festplatte sowieso schon verschlüsselt und schaust dieses Video nur, um zu schauen, ob ich hier irgendwelche fachlichen Fehler mache. Bis jetzt fehlerfrei, oder? Natürlich hat mir ein Experte auf dem Gebiet bei diesem Skript geholfen, um sicherzugehen, dass ich keinen allzu großen Müll erzähle. Also macht nur Anrufe über Messenger, macht eure Handys aus, wenn die Cops da sind, deaktiviert Fingerabdruck und Face Unlock, aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei euren Messengern oder schreibt im geheimen Chat von Telegram, schaut genau auf welche Links ihr klickt und die Polizei oder andere theoretische Angreifer können deine Privatsphäre nur stören, indem sie dir beispielsweise in Real Life unerwünscht auf den Cock starren. Im Open Mind Shop gibt es zurzeit eine sehr geile Aktion, wo ihr günstig den Projektor 3000 und den Laser B2Go im Doppelpack kaufen könnt. Der Laser B2Go hat einen Akku und Lautsprecher eingebaut, also das ist eher so die Projektorlösung für unterwegs. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Art, diesen Kabal hier zu unterstützen. Kurz etwas ASMR-Knäckebrot.